Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch den ersten Teil meiner aufgebrauchten Produkte von dem Monat Oktober. Ja, es ist mal wieder soweit. Der Monat Oktober neigt sich langsam dem Ende wieder zu und dementsprechend möchte ich euch gerne die Produkte euch zeigen, die ich aufgebraucht habe. In diesem Teil zeige ich euch meine Haarpflege Produkte, die ich aufgebraucht habe, aber auch Produkte, die ich für den Körper verwendet habe, die ich aufgebraucht habe. Fangen wir mit den Haarpflegeprodukten an. Da habe ich einmal das Baptiste Trocken Shampoo Sherry. Das zeige ich euch in jedes Video, sowohl in meine Hauls als auch auf meine aufgebrauchte Produkte, weil das ist so ein Go-To-Produkt dafür, um die Haare, damit die etwas frischer aussehen, auch etwas voluminöser aussehen. Also es ist ein sehr, sehr tolles Produkt und es sieht danach wirklich die Haare etwas frischer aus. Natürlich ersetzt es trotzdem kein richtiges Haare waschen. Trotzdem müsst ihr die Haare waschen, aber so für einen Tag, so als Überbrückung, kann man das schon verwenden. Dann kommen wir zu den Haarpflegeprodukten, die Pflegereihe, die ich aufgebraucht habe und verwendet habe. Da habe ich einmal von Balea die Color Schutz Pflegereihe verwendet. Das ist einmal das Shampoo und das ist die Spülung. Genau, Color Protect Technologie mit UV-Filter für verlängerte Farbintensität, Farbglanz, koloriertes und getöntes Haar. Pflegeformen mit Keratin und Rubinpartikel. Also es hat meine Haare wirklich sehr, sehr gut gepflegt, diese Reihe. Also meine Haare waren wirklich geschmeidiger, aber meine Haare waren wirklich schön geschmeidig, weich, auch gepflegt. Also meine Haare haben es sehr, sehr gut, dass diese Pflegereihe vertragen. Also dazu gibt es nichts Negatives zu sagen. Viele vielleicht wissen oder die vielleicht jetzt neu hinzugekommen sind, wissen es nicht. Meine Haare, die färbe ich mit der Haarfarbe von Garnier. Dieses 8N natürliches Blond nennt sich. Also, aber ich müsste auch mal wieder nachfärben. Aber trotzdem, es ist trotzdem noch da. Also, es ist nicht so ausgeblichen. Weil manchmal hat man ja, wenn man Haarfarbe verwendet, dass sie schnell ausgeblichen sind, sehr, sehr schnell herauswaschen. Und ich finde, das bei Garnier, dieses Nutrice, was sie verwendet, es ist nicht so. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal meine Haare jetzt geformt habe. Auf jeden Fall sind es schon mehrere Monate her, wo ich das aufgefrischt habe. Ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Monat. Aber auf jeden Fall ist es schon ein paar Monate her. Boah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine tolle Pflegereihe. Dann habe ich extra für... Dadurch, dass ich meine Haare heller färbe, das von Jean Frieda verwende, das Go Blonder, aufhellende Pflegereihe. Das war dieses hier, das ist das Shampoo und das ist die Spülung. Es hat meine Haare sehr, sehr gut gepflegt, aber ob es die Haare wirklich stufenweise aufgehellt hat, das kann man nicht so sagen. Ja gut, man darf nicht bedenken, ich habe ja kein richtiges, dieses sonniges Blond, sondern ich bin ja eigentlich von Natur aus dunkelblond. Dementsprechend kann es sein, dass die Abstufungen zum Aufhellen nicht so da ist, wie jemand, der wirklich ein helleres Blond hat. Aber trotzdem hat es meine Haare sehr, sehr gut gepflegt. Und das kaufe ich mir hin und wieder mal nach, weil es gute Produkte sind, genau, ist mit Zitrus und Kamille. Go Blonder Plex, wie hier steht. Genau, hat die Haare sehr, sehr gut gepflegt. Und das kaufe ich, wie gesagt, zwischendurch mal immer wieder mal nach.
Und dann habe ich aus dem Balea Adventskalender den Haarduft The Most Wonderful Time aufgebraucht. Also das habe ich schon wirklich Monate dafür gebraucht, das aufzubrauchen, weil ihr braucht da wirklich nicht viel, obwohl ihr hier 50 Milliliter habt, aber das hält euch schon lange. Obwohl ich das wirklich regelmäßig verwendet habe, trotzdem hat es mir über Monate gehalten. Mit winterlichem Blumenduft. Genau, es hat sehr, sehr angenehm schön nach Blume geduftet, also war es sehr angenehm. Es hat die Haare wirklich erkennbarer gemacht und die Haare haben auch sehr, sehr gut gerochen. Also war ein gutes Produkt. Genau, aber es war halt in den Adventskalendern drin. Aber es gibt es ja sowieso sowohl von Balea als auch von Isana solche Produkte auch im Standardsortiment. Also, aber das ist jetzt in den Adventskalendern drin gewesen vom letzten Jahr. Dann kommen wir jetzt zu dem Körper, was ich da aufgebraucht habe. Da kommen wir einmal zu einem Produkt aus der Glossy Box aus dem Osterei. Das S. Oliver Follow Your Soul Woman Luxurious Shower Gel, was ich aufgebraucht habe. Das ist 75 Milliliter, war hier drin. Es hat sehr, sehr schön angenehm gerochen. Ja, es ist schon ein etwas schwererer Duft, aber was noch angenehm war. Es war nicht so, dass man sagen könnte, dass es ein reiner Männerduft gewesen wäre. Also es war trotzdem noch weiblich vom Geruch her. Also war ein tolles Produkt. Ja, hat gut geschäumt. Ja, und bei Duschgel kann man sowieso nicht so viel dazu sagen. Dann habe ich noch von Kushi, wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, das Coconut Shower Gel aufgebraucht. Das hat sehr schön und angenehm nach Kokosnuss gerochen, weil es gibt wirklich diesen künstlichen Kokosduft und der bereitet mir tatsächlich Kopfschmerzen. Aber hier bei diesem Produkt muss ich tatsächlich sagen, war der wirklich angenehm. Ja, ist wirklich angenehm, hat auch sehr, sehr gut in die Dusche geschäumt. Hier habt ihr, wie viel Produkt ist hier drin? 75 Milliliter hattet ihr hier drin. Und das war auch in einer Glossy Box drin gewesen, aus diesem Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus welchem Monat. Aber ich meine, war das die April oder die März? Einer von den beiden Monaten war das Produkt mit drin und ich muss sagen, es war ein gutes Produkt. Hat auch sehr, sehr gut geschäumt in der Dusche. Dann habe ich vom Rituals das Happiness, Rituals of Joy, das Foaming Shower Gel mit Neroli und Sandalwood, also Sandelholz, wenn man das genau, das ist ja Sandelholz, was es ist. Das ist ein schäumendes Duschgel-Sensation. Also es war wirklich, als es herausgekommen ist, es war schon ein Duschgel, aber es war so leicht wie ein Duschschaum. Also er hatte so 2-in-1-Produkt quasi. Also vom Geruch her fand ich es in Ordnung, aber ich muss sagen, es war nicht so ergiebig. Ich hatte das sehr, sehr schnell leer, obwohl ihr hier 100 nee, 200 Milliliter drin habt. Aber ich hatte das Gefühl, es ist mir so schnell leer gegangen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte das nur einen Monat und dann war es leer. Obwohl ich nebenbei bemerkt auch andere Produkte verwendet habe. Duschgele. Und das ist irgendwie richtig schnell leer gegangen. Also das fand ich war ein bisschen schade. Um das Produkt an sich, es ist in Ordnung, aber ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Weil vor allem die Rituals ist ja auch etwas teurer
Und wenn so ein Produkt so schnell leer geht, dann lohnt sich das Geld nicht dafür auszugeben. Ich bin an sich nicht so der Rituals-Fan. Also so gerne mag ich die Produkte nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich verwende gerade ein Produkt von Rituals, das Körperpeeling. Und das muss ich tatsächlich sagen, es ist sehr, sehr ist gut. Also das ist tatsächlich ein Produkt, was ich gut finde. Also vom Geruch her finde ich, ist es angenehm, dass es so nach Kirschblüten riecht. Also das finde ich ziemlich angenehm. Aber so an sich, sonst die anderen Produkte von Rituals, muss ich tatsächlich sagen, die muss ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Dann, was ich noch aufgebraucht habe, ebenfalls ein Duschgel von Isana, das Duschgel Aloe Vera mit natürlicher Aloe Vera Softpflegekomplex. Das war dieses Produkt hier, hat sehr, sehr schön nach Aloe Vera geduftet, hat auch sehr gut in der Dusche geschäumt. Und vor allem gerade so, als wir die wärmere Tage hatten, habe ich das sehr, sehr gerne verwendet, weil ich mag nicht so gerne im Sommer dieses Blumige oder auch dieses Fruchtigere, was noch Obst riecht. Das mag ich tatsächlich nicht so gerne im Frühling, Sommer. Komischerweise verwende ich das dann lieber im Herbst, Winter. Was komisch ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber anscheinend mag ich lieber die frischere Düfte im Frühling, Sommer, aber dann die so bärigere Düfte im Herbst, Winter. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, seid ihr auch so oder verwendet ihr das so unabhängig von den Jahreszeiten? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ja, ist ein gutes Duschgel. Dazu kann man nicht viel mehr sagen. Dann habe ich drei Deos aufgebraucht. Okay, eins ist eher ein Parfüm-Deo, aber das zeige ich euch nachher, weil dann kann ich dann nämlich anschließen oder verknüpfen, weil ich ein Parfüm nämlich aufgebraucht habe. Aber kommen wir zuerst zu den Deos. Da habe ich von CD das 48-Stunden-Deo Wasserlilien. Das ist dieses Produkt hier gewesen. Das ist so ein Deo-Roller gewesen. Also es hat sehr, sehr gut gerochen. Es hat auch sehr gut geschützt. Und ich kaufe mir immer mal wieder die Produkte von CD auch mal nach. Weil die schützen auch gut. Hier steht auch ohne Aluminium, aber das möchte ich gar nicht da so reingehen, dieses Thema. Weil es gibt genug Videos über dieses Thema. Und da möchte ich jetzt auch nicht mit rein thematisieren mit diesem Thema. Also dazu kann ich nicht viel sagen, weil es, wie gesagt, ist ein tolles Produkt. Dann habe ich von 8x4 das Pure Aqua Deo aufgebraucht. Also vom Duft her war es ziemlich angenehm. Also an sich finde ich die Deos von 8x4 sehr, sehr gut. Aber mittlerweile merke ich, dass ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich die Deos nicht mehr so gerne verwende. Weil nachdem die in der neuen Verpackung sind, als die neu in dieser Verpackung design waren, fand ich, waren die Deos noch wirklich gut. Aber danach irgendwie, die dann kamen, fand ich ihn wieder nicht mehr so toll. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil an sich finde ich die Deos von 8x4 sehr, sehr gut. Nehme den Deos von Fa. Also ich kann es mir nicht erklären, wieso das so ist, weil auf jeden Fall kaufe ich mir so die 8x4 Deos nicht mehr nach, weil ich habe zwar noch einige im Backup da, dementsprechend werdet ihr die Deos auch sehen in meiner aufgebraucht Videos, weil ich die ja auch trotzdem verwenden möchte. Aber dementsprechend kaufe ich mir keine neueren dann nicht mehr nach, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, dass ich das nicht mehr nachkaufe. Dann habe ich das Deo von Fa aufgebaut, das Pink Passion.
oder Passion eher gesagt, mit der pinken Rose. Das sieht so aus, das zeige ich euch auch sehr häufig. Ist ein tolles Deo, schützt auch sehr, sehr lange und riecht auch sehr angenehm. Und das kaufe ich mir immer wieder nach und dementsprechend brauche ich das auch immer mal wieder auf. Dann kommen wir zu dem Balea Parfüm Deo. Das ist das Duft-Dupe zu dem von Lacombe des La Vie est Belle. Genau so. Das sieht so aus, also von der Verpackung sieht es sehr, sehr gut aus. Und es riecht auch sehr angenehm. Und ich finde, es ist schon, geht schon in Richtung, wie gesagt, wie der Duft von Lacombe La Vie est Belle ist. Aber natürlich hält es nicht so lange wie ein richtiges Parfüm. Das darf man nicht vergessen. Es ist ein Parfüm Deo. Dementsprechend verfliegt auch der Duft sehr, sehr schnell. Aber trotzdem riecht es sehr, sehr gut. Und dementsprechend kommen wir ja zu dem Duft, den ich aufgebraucht habe. Oh mein Gott, ich kann schon wieder nicht reden. Ich weiß auch nicht. Sobald ich drehe, da fehlen mir irgendwie die Worte. Ich weiß auch nicht. Das, was ich aufgebraucht habe, ist von Betty Barclay Tender Blossom. Das war dieses Produkt hier. Genau. Es hat sehr, sehr schön angenehm gerochen. So leicht nach, so nach Blume. Also war ein richtig schön blumiger Duft. Aber der letzte Rest, der hier drin ist, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, den kann ich nicht mehr richtig nicht raussprühen. Ja, jetzt geht es wieder. Das ist, meiste in Videos gehen dann auf einmal die Produkte dann wieder. Was sehr, sehr komisch ist, dann sprühe ich, damit das Produkt dann wirklich leer ist. Ja. Ja, jetzt ist es auch leer. Jetzt habe ich es tatsächlich leer gesprüht. Ist ein tolles Produkt. Ja, und die Betty Barclay Düfte, die sind eigentlich relativ gut. Also bis jetzt hatte ich keine Fehlkäufe nicht gehabt. Aber dieses Produkt war in einer Box drin gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr in welcher. In welcher Box? War das jetzt in der Barbara oder in der Pink, nee, in der Pinkbox war es nicht. In der Barbara oder in der Glossy Box. Ich weiß jetzt nicht. Einer von den beiden Boxen müsste es gewesen sein. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Wer mich vielleicht länger verfolgt, der weiß vielleicht, schreibt es dann gerne in die Kommentare, in welcher Box dieses Produkt drin gewesen ist, das Betty Barclay Parfüm Tender Blossom. Aber auf jeden Fall war es ein sehr, sehr schöner Duft. Dann kommen wir zu einem letzten Körperpflegeprodukt, das Sun Ozone Melanin Booster Abriss Lotion. Also das, was ihr nach dem Sonnenbaden verwenden könnt. Das ist dieses Produkt hier. 24 Stunden Feuchtigkeit ohne Selbstbräuner, pflegt, verwöhnt mit Bio Aloe Vera. Genau, die Sun Ozone mit Melanin Booster enthält den speziellen Wirkstoff Tannocytol. Oh, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Tannocytol. Dieser regt die Bildung von Melanin an und hilft somit, die natürliche Bräunung der Haut zu unterstützen. Genau, es war sehr, sehr schön kühlend, als sie es auf die Sonne strapazierte Haut verwendet habt. Es hat gleichzeitig schön gepflegt, aber es war auch gleichzeitig schön kühlend gewesen. Ja, und wie gesagt, das habe ich jetzt schon sogar aufgebraucht. Weil das kann man schon ergiebig verwenden, also großzügig verteilen. War ein tolles Produkt und das gibt es ja bei Rossmann, diese Marke. Ja, schmeißt das Produkt weg. Dann kommen wir zu den letzten Produkten für dieses Video. Und das für die Hände. Dann die Handcreme habe ich aufgebraucht. Da kommen wir einmal von Isana. So eine limitierte Edition Handcreme mit Sweet Feeling. Pflegende Handcreme, cremig, süße Verwöhnung mit Orangen- und Himbeerextrakt.
Das war die Handcreme. Es hat sehr, sehr schön, angenehm nach Orange und Himbeere gerochen. Es war nicht so künstlich, aber es hat auch gleichzeitig schön die Hände gepflegt. Also war ein sehr, sehr tolles Produkt. Also dazu kann ich nichts viel sagen. War ein tolles. Dann habe ich eine Handcreme verwendet von Handzahn. Parfümfrei, sensitiv Handcreme für empfindliche Hände. pH hautneutral. Das war diese hier. Also, wie ihr schon herausgehört habt, ist es eher eine parfümfreie Handcreme gewesen. Aber trotzdem hat die sehr angenehm gerochen. Also nicht irgendwie, dass man sagen könnte, nach was riecht es. Es hat sehr gut die Hände gepflegt. Also dazu kann ich nicht viel sagen. Und wer empfindliche Hände hat, der kann sich mal die Handcreme sich gerne mal anschauen. Und dann, was ich immer verwende und schon euch so oft gezeigt habe, was ich aufgebraucht habe, ist ebenfalls von derselben Marke, Handzahn, die 5% Orea, 24 Stunden sensitiv, Handcreme für trockene Hände, SOS-Pflege. Das ist jetzt die perfekte Handcreme für Herbst, Winter. Weil die ist schön reichhaltig und die pflegt die Hände sehr, sehr gut, aber zieht dabei auch sehr gut ein. Also das ist tatsächlich die Handcreme, die ich sehr, sehr gerne im Herbst, Winter verwende. Aber ich habe die auch jetzt über Frühling, Sommer verwendet, weil ich die ja trotzdem aufbrauchen wollte. Deswegen aber trotzdem hat die sehr, sehr gut die Hände gepflegt und ist auch gut eingezogen. Obwohl es zwar warm war, trotzdem hat sie sich sehr gut auftragen gelassen und ist auch schnell eingezogen. So, dazu kann ich nichts Negatives sagen. Ja, das war so mein erster Teil meiner aufgebrauchten Produkte über Haarpflege. Produkte über Körperpflegeprodukte und dann noch Produkte für die Hände. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann lasst das Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!